Espresso, Kaffee Americano, Cortado. Was heißt das eigentlich alles? Ob mit Milch, ohne Milch, ob als Filterkaffee oder als Espresso. Ich erkläre euch Step by Step, was diese Kaffees alle sind, wie man die zu Hause machen kann und wie ihr euch zu Hause wie ein professioneller Barista fühlen könnt. Kaffee ist für mich so viel mehr als nur ein Getränk. Es ist auf jeden Fall auch eine Einladung, um sozial zu sein, um sich wirklich der Passion des Kaffees hinzugeben und es vor allen Dingen auch mit anderen zu teilen. Welchen Kaffee kaufe ich eigentlich? Worauf muss ich achten auf der Tüte? Und wie lagere ich den? Ich empfehle wirklich immer, ganzen Bohnen Kaffee zu kaufen. Innerhalb von den ersten 3 Minuten, nachdem der Kaffee gemahlen ist, verliert er schon messbar an Aroma. Anbaugebiete von Kaffee sind mindestens so spannend wie die Anbaugebiete von Wein. Unter anderem kann ich euch auch einiges über das Thema Rösten erklären. Wir gehen verschiedene Filtermethoden durch, von der V60 über die French Press zur Aeropress bis hin zu dieser wunderschönen Mokka Master hier und welcher Mahlgrad für welche Filtermethode am besten passt. Was brauche ich alles an Equipment, um einen guten Kaffee zu machen? Zusammen stelle ich einmal mit euch einen kompletten Espresso ein. Wenn ihr jetzt eine brandneue Mühle habt, seid bitte nicht frustriert, wenn der erste Shot nicht komplett gleich funktioniert. Das ist ganz normal, dass man sich da erstmal rantasten muss an den Mahlgrad und wir machen das zusammen. Und danach machen wir auch noch ganz viel Latteart. Je weiter weg ich mit meiner Kanne von der Tasse bin, desto höher ist die Fallgeschwindigkeit. Das heißt, dass dieser leichte Milchschaum sich unter diese Creme arbeitet. Wenn die Tasse dann ungefähr halb voll ist, möchte ich anfangen zu zeichnen. Ich gehe einfach wesentlich näher an die Oberfläche dran. Zu guter Letzt muss ich natürlich auch wissen, wie ich mein Equipment am besten pflege und reinige. Und jetzt liegt es wirklich an euch. Probiert euch aus, probiert wirklich alles, was euch in die Finger kommt. Das ist das Schöne irgendwie an dem Beruf, weil wir so viel Equipment haben und mit so vielen verschiedenen Sachen arbeiten können. Es ist unendlich, die verschiedenen Geschmäcker, die wir erleben dürfen. Mein Name ist Nicole Battefeld-Montgomery und ich freue mich total auf diesen Online-Kurs mit euch.